Mahlzeit, Leute. Samstagmorgen, viel Regen, total geiles Wetter. Heute Gelenkwelle. Ich habe ja schon im letzten Video erzählt, dass ich mehrere Gelenkwellen da habe. Keine passt. Ich gehe davon aus, dass die vom Golf 3 VR 6 passen würde. Diese habe ich aber nicht. Hier ist eine Lenkstange, die hat die feine Verzahnung. Hier ist die mit der ganz groben. Und dieses Stückchen hier ist, glaube ich, vom Golf 4 mit der nicht ganz so groben Verzahnung. Und das ist die Verzahnung, die bei mir auch passt. So. Die Seiten an der Lenkstange sind alle gleich. Die passen alle von den Gelenkwellen, die ich habe. Deswegen ist jetzt mein Plan, hier abzuschneiden. Diese Form anzupassen. Und dann das hier reinzustecken. Hier ist ein Loch. Hier kommt ein Loch rein. Wird hier reingesteckt, wird verschraubt. Und ist somit fest. Ja, Gelenkwelle. Sicherheitsrelevantes Bauteil. Ja, nein. Kann jeder für sich selbst bewerten. Auf jeden Fall ist dieses Video nicht zum Nachmachen. Auch wenn ich das jetzt mache, heißt es nicht, dass das richtig ist. Da ich jetzt die Gelenkwelle erfolgreich zerstört habe, müssen wir jetzt natürlich noch gucken,
dass wir die auf die richtige Länge angepasst kriegen. Warum geht das so straff, Junge? Oh oh. Ich befürchte, dass die ganz schön kurz wird. Also ihr seht, die ist deutlich zu lang. Aber richtig. So richtig, richtig zu lang. Also werde ich die jetzt erstmal grob 4 cm kürzen und dann wahrscheinlich nochmal 2 cm. So Leute, ich habe fertig. Mal schauen, ob das jetzt passt. Ich sag's auch nochmal. Dieses Video soll nicht dazu animieren, das nachzubauen. Macht das bitte nicht. Ich mache das jetzt, weil es nicht anders geht. Wenn ich natürlich noch eine Gelenkwelle bekomme, die passt, dann baue ich die ein. Das ist klar. Ich will ja nur, dass die Kiste erstmal lenkt. Damit ich die Kiste bewegen kann. So, theoretisch könnte das passen. Theoretisch. Praktisch gesehen muss ich das jetzt nur noch irgendwie da reinkriegen. Ich werde sie noch ein Stück kürzen. Dann geht's leichter. Jetzt muss es aber klappen hier. Verdammte Axt. Also, das Neu hier. Das bis hinter. Jetzt müsste ich das drauf bekommen. Theoretisch. Sehr geil. Kann ich mir das hier zurechtrutschen? Die müsste jetzt auch durchpassen. Jetzt habe ich mir angemalt, wo ich das Loch bohren muss. Sieht man, ne? Hier hinten ist echt knapp. Muss ja aber fast original so sein. Jetzt das Loch bohren.
1,2. Schau mal, ob die Scheiße hier zusammenpasst. So. Boah. Es geht straff, das ist schon mal gut. Ja, scheint zu funzen. Jetzt baue ich das Gerät wieder ein. Bitte die richtigen Schrauben verwenden. Am besten beim Ausbau wieder dran machen. Die Feder nicht vergessen. Das ist die zweite. Die ist 5 mm länger. Die kommt an der Servolenkung, die kommt an der Lenkstange. So, jetzt ab ins Fahrzeug. Wir brauchen ja Licht in der Hütte, sonst seht ihr nichts. Denke ich mal. Jetzt kein Hexenwerk. Ich habe die beiden Schrauben hier oben gelöst. Da kann ich das hier ein bisschen bewegen und hoffe, dass ich dann vorne das Gelenk reinbekomme. Die Feder. Schön alles zerkratzen. Die Schraube, die nicht reingehen will. So. So ist korrekt, Alter. Correctly. Zumindest hier. Das andere ist ja eh gefuscht. Aber egal. So. Ich stell euch hier mal ab. He?
ist es so angenehm. Und da kriege ich ja sogar das Licht noch irgendwie hier hin. Ja, besser als nichts, hä? Jetzt der geputzte Oschi. Geputzt und mit Silikonspray eingesprüht. Der ist auch aus dem Fahrzeug. Beim Golf 3 ist das größer. Beim Jetta habe ich den Ausschnitt größer gemacht. Und habe den Schnuffi vom VR6 genommen. Aber eigentlich ist es total Titte. Solange es passt und funktioniert. Die Frage ist nur, ob es funktioniert. Was war denn das? Ist auf jeden Fall übelst clever, das doch erst unten reinzumachen. Besten ist, wir machen den gleich kaputt beim Draufkloppen. Komm schon. Junge, rutsche. Rutsche, Junge, rutsche. So. Dieses hässliche Geräusch ist von dem Quietschpapier, ja. Styropor. Nicht, dass ihr denkt, die Karre quietscht jetzt schon. Hier hinten ist es echt eng. Scheiße eng. Aber das muss passen. Es muss passen. Einfach, weil ich das sage. Ja, es scheint zu passen. Sauber, Alter. Astreines Gurkenverhalten. Ich mach mal schnell die zwei Schrauben drinnen fest. Scheint zu funzen. Es geht auf jeden Fall sehr leicht. Es hängt nichts, es schleift nichts. Es fühlt sich gut an. Jetzt natürlich noch die Schraube hier rein. Also eins kann ich euch sagen. So geht es noch relativ gut. Wenn aber hier noch ein Motor drin ist, dann wird es richtig kacke. Ich weiß auch, dass ich das hätte jetzt gar nicht mit einbauen müssen, weil es ja eh noch mal raus muss. Aber ich will ja vorher schon wissen, ob alles funktioniert. Das Ding ist doch dreckig, Alter. So, das sieht echt gut aus.
sehr, sehr gut sieht es aus. Ein Traum. Ist zwar irgendwie ein bisschen geknickt, liegt aber daran, dass die ja mit Servo ist. Ohne Servo ist das Lenkgetriebe ein Stück tiefer. Ich könnte jetzt hier noch Ausschnitte reinmachen. Da rutscht die Tülle noch ein bisschen runter. Dann sitzt das besser. Was ich natürlich dann später auch noch machen werde. So. Das war's dann für heute, Leute. Hier passiert jetzt nicht mehr viel. Erstens geht mir das Wetter übelst auf die Eier. Und zweitens ist ja auch Wochenende. So, ihr könnt sehen, dass es hier relativ knapp ist. Aber es ist ja nur knapp, hä? Also Leute, wieder ein Stück weitergekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir mal einen fetten Daumen da. Haut ein Abo raus. Bis denn. Peace.